بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Im Namen Allah des Albarmers, des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Segen und seinen Frieden seien auf unserer Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seiner Familie und seinen Gefährten. Liebe Geschwister im Islam, ich freue mich heute euch alle zu sehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch reich belohnen und möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Seminar besegnen. Wir werden heute inshallah über die Botschaft des Islams sprechen. Ganz schönes Wort. Prophet Muhammad s.a.w. hat das in einen Satz umgefasst. Prophet Muhammad s.a.w. sagte: Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Allah s.w.t. hat mich entsendet, um die schönen Charaktereigenschaften vollständig zu machen. Ein paar Worte. إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Prophet Muhammad s.a.w. entsendet, um die schöne Charaktereigenschaft. Das bedeutet vor dem Islam, es gab schöne Charaktereigenschaft. Die Araber waren großzügig. Die Araber haben sich zusammengehalten, wenn ein Feind von draußen angegriffen hat oder so. Die Araber haben ihrer Familie diese Beziehung gepflegt oder gepflegt. Zum Beispiel, wenn jemand sieht, irgendjemand von seiner Stamm irgendwo, da begrüßt ihn so gut und er versucht alles zu machen für ihn. Und dann kam der Prophet Muhammad, um diese schöne Charaktereigenschaft vollständig zu machen. Da konnte einer fragen und sagen, was hat die schöne Charaktereigenschaft mit Gottesdienst zu tun? Mit Gebet, mit Fasten, mit Zakat, Almust geben und so, mit Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala, als er uns erschaffen hat, er hat den Menschen oder er hat alle Schöpfung erschaffen als Diener. Als Diener. Um ihn zu dienen. Um ihn anzubeten. Da gibt's. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ. Das bedeutet, gibt es keine Schöpfung auf dieser Erde, die nicht Allah subhanahu wa ta'ala dient, die nicht Allah anbetet. Aber wir verstehen das nicht. Zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Dieser Stein hier, der betet oder nicht? Der betet. Wie? Ich habe Naturwissenschaft studiert. Und ich habe dabei studiert, dass alles aus Atoms entsteht. Und dieser Atom ist ein Kern, Nukleon, und da gibt es dieser herum, dieser Levels, okay? Und in dieser Levels gibt es Elektronen. Diese Elektronen, die laufen die ganze Zeit, drehen um, drehen, drehen, drehen. Wenn das auch so still ist, du siehst dieser Säule still, ja, aber das ist nicht still. Da gibt es Bewegung und es ist die gleiche Bewegung wie die Leute hier rum von Kaaba. Ja, antiklockweise. Das ist die gleiche. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns alle erschaffen, um zu dienen, aller Schöpfung. Und dieser Gottesdienst verschont unseren Charakter. Guck mal, wenn du betest, wenn du dieser Rituale machst, dieser Waschung, und dabei bereitest du dich vor Allah subhanahu wa ta'ala zu stehen. Und dann sagst du Allahu Akbar. Und dann sagst du schöne Worte, sagst du Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alles Lob gebührt Allah, dir Herr, dir Weltenbewohner, die Ar-Rahman Ar-Rahim, die Al-Bama, die Barmherzigen,
Schöne Worte, das beeinflusst dein Körper. Jedes Wort, was du hörst oder was du aussprichst, hat eine Wirkung auf deine Zellen, auf dein Herz, auf deinen Charakter, auf dein Benehmen. Er wusste alle, dass der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, dass das Wasser von Samsam hat Heilung. Ja? Und bestimmt wusste er alle auch, dass das naturwissenschaftlich bewiesen wurde, dass dieses Wasser stärker als andere Wasser. Da wurde auch bewiesen, wenn jemand Bismillah sagt in einem Wasser, oder wenn jemand schon ein Wort sogar, denn die Zellen sehen so gut aus. Denn das verschont die Charaktereigenschaft von Zellen. Was wirken dann die Worte auf dich als Mensch, auf deine Seele? Deswegen Prophet Muhammad sallam wurde entsendet, um die schöne Charaktereigenschaft vollständig zu machen. Prophet Muhammad sallam hat immer morgens, als er, wenn er aufsteht, da sagt: Allahumma ma asbaha bi min ni'mati aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu lak. O Allah, jeder Gnade, die mich oder irgendein anderes von deiner Schöpfung erreicht hat, morgens hast du Gnade, dass du gesund bist, dass du sehen kannst, dass du hören kannst, dass du noch lebst, dass du dich bewegen kannst, dass du in Ordnung und gesund bist, dass deine Frau gesund, dass deine Kinder gesund sind, dass du nicht im Krieg bist. Tausenden, Millionen von Gnaden erreichen dich jeden Morgen und erreichen jeder andere. Nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und andere Wesen. Und Prophet Muhammad bedankt sich bei Allah für jede Gnade, die ihn erreicht oder erreicht jemand anderen. Wie schön ist dieser Glaube? Er fängt seinen Tag an mit Dankbarkeit. In Psychologie gibt es positive Psychologie. Und die positive Psychologie sagt, die beste Eigenschaft, damit man glücklich in seinem Leben kann, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit. Dankbar zu sein. Optimistisch zu sein. Die Schwierigkeiten, die du hast, ist Herausforderung. Ist Herausforderung. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ein Tag, als die Mekkianer nach Medina gekommen sind, in diese Ahzab-Schlacht, die kamen alle und dann Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit den Bewohnern von Medina haben zusammen gesprochen. Und dann hat Salman al-Farisi radiallahu anhu gesagt: Wir in Persien, wenn jemand uns angreift und wir können ihn nicht uns verteidigen und ihn bekämpfen, wir haben ein Grab herum für uns gemacht, damit er uns nicht erreichen kann. Statt eine Mauer zu bauen, wir können auch ein Grab so graben in die Erde, tief im Grab, und dann kann er nicht zu uns kommen. Und der Prophet sallam hat gesagt, eine gute Idee, machen wir das. Und dann die Gefährten von Prophet haben angefangen zu graben, zu graben. Und irgendwann gibt es nicht mehr Nahrung. Nahrung ist wenig, Angst. Prophet Muhammad sallam optimistisch. Wie? Da unterwegs kam ein großer Stein. Und dann die Versuche, jeder mit einer Achse, geht nicht. Er hat gesagt, okay, wir rufen den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hat bestimmt Kraft. Und dann nimmt Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam seine Achse und sagt, Bismillah. Und da steht da ein Sahabi, ein Gefährtin von ihm. Und da sagt ihm, Allah subhanahu wa ta'ala hat für mich die Persien eröffnet. Wie bitte? Jetzt, wir haben Hunger. Wir sind im Schlacht. Und wir können unser Grab nicht zu Ende bringen. Und die
Feinde sind da, die Mekkianer. Wie können wir so weit gehen? Zum Persien? Persien war damals wie Amerika heute oder Russland. Und der Prophet schlägt diesen Stein nochmal und sagt: Allahu Akbar, Futihat Qusur al-Sham. Die Schlüsse von Sham, wie du Rom damals war, ist für mich veröffnet oder eröffnet. Und ich sehe jetzt diese, vor mir sehe ich diese Schlüsse jetzt mit Muslimen. Für Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war immer optimistisch, war dankbar vor was er hat. Hat seinen Tag morgens angefangen mit Allahumma biki asbahna, wa biki amsayna, wa biki nahya, wa biki namutu, ilayka nushur. Oh Allah, mit deiner Gnade haben wir diese Morgens erreicht. Und wir werden den Abend erreichen. Oder wir erreichen den Abend. Und mit deiner Gnade wir lieben. Und mit deiner Gnade wir auch sterben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَإِذْ تَأَزَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Diese Dankbarkeit. Und als euer Herr gesagt hat, wenn ihr dankbar seid, ich werde euch mehr geben. Dankbar sein. Dankbar sein, dass du Muslim bist. Was hast du gemacht als Dankbarkeit vor dem Islam? Vor diesem schönen Glauben. Gestern habe ich mit einem Freund gesprochen. Und wir haben gesprochen über die Situation von unserer Oma. Dann habe ich ihm gesagt, ich kann nur ein Wort sagen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Sterbe nicht als etwas anderes außer Muslim. Dass du Muslim bist, liebst als Muslim und sterbst als Muslim, das ist die größte Gnade, was man erreichen kann. Alles andere von Schwierigkeiten ist von Herausforderung. Wenn du das so siehst, das ist auch so. Aber wir sollen dankbar sein vor was wir haben. Prophet Muhammad war sehr organisiert mit seinen Gefährten. War sehr organisiert. Da hat seinen Tag richtig geplant. Jede Minute hat er ausgenutzt. Und wenn er nur ein bisschen Zeit hat, was hat er gemacht? Ganz viel. Istighfar. Ich bitte Allah um seine Vergebung. Oder hat er immer gesagt, wenn er gefühlt hat, dass sein Herz irgendwie anders ist? Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, du drehst den Herzen, befestige mein Herz an deiner Glaube. Sein Tag, morgens steht er auf vor Fajr. Und es ist die beste Zeit, wenn Allah subhanahu wa ta'ala in der windige Himmel kommt und macht man ganz viel Dua, ganz viel Istighfar. Und dann unserer Segen gibt es in dieser Morgenstunde, da bittet er Fajr und dann steht er in der Moschee oder zu Hause, macht er sein Bittgebet morgens. Aber soll man das genießen? Soll man das so begreifen, was er sagt? Und sich von dieser schönen Worte beeinflussen lassen? Ja, sich von dieser schönen Worte beeinflussen lassen. Dankbarkeit, das er bezeugt, der Prophet sagte, Allahumma inni asbahtu ushrik, wa ushrik hamlat arsh, wa malaikatak, wa jami'a khalqik, annaka anta Allahu la ilaha illa ant, وأن محمدا عبدك ورسولك. او الله ich bezeuge, ich nehme dich als Zeugen. Und deine, die Träger von deinem Thron. Und alle deine Engel. Und alle deine Schöpfung als Zeuge nehmen, dass es keinen Gott außer dich gibt. Und dass Muhammad dein Prophet und dein Gesandter ist. Wenn du diese Worte von Herzen sagst, dann weißt du ganz genau, dass niemand auf dieser Welt Macht außer Allah hat.
Allah hat die große Macht. Und wenn du die Geschichte vom Islam anschaust und von, oder die Geschichte von den ganzen Schöpfung, von der ganzen Erde, siehst du, dass wir geprüft sollen. Geprüft. Allah SWT sagte, حَسِبَ النَّاسُ أَيُدْرَكُمْ أَيَّقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ حَسِبَ النَّاسُ أَيُدْرَكُوا أَيَّقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Glaubt ihr, glauben den Menschen, die können sagen, wir sind gläubig, ohne dass wir den prüfen? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Allah subhanahu wa ta'ala hat jeder Mensch geprüft und wird jeder Mensch des Tages das Gericht prüfen. Das ist ganz normal. Was du von Schwierigkeiten bekommst, solange du das vertragen kannst und damit umgehen kannst, sollst du dafür dankbar sein. Sollst du dafür dankbar sein? Weil wenn du diese kleine Prüfung nicht annimmst und dafür dankbar sein und geduldig sein, dann bekommst du eine große Prüfung. Prophet Muhammad sagte in einer authentischen Überlieferung: عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Was bedeutet das? Prophet Muhammad sagt, ich wundere mich vor die Angelegenheit von einem Mu'min. Warum? Der sagt, alles, was ein Mu'min, was ein Gläubiger bekommt, ist gut. Und das wird nur für einen Mu'min sein, für einen Gläubig sein. Und Gläubig hat das nicht. Wie? Prophet Muhammad sagt, إِذَا أَصَابَتْكُمْ سَرَّاءً شَكَرًا فَكَانَ خَيْرًا. Wenn er etwas Schönes, Freude bekommt, dann ist er dankbar. Wenn er Freude bekommt, dankbar. Hat er Geld verdient? Hat er gebetet? Hat er etwas Schönes gegeben? Prophet Muhammad hat sich bedankt für jedes Schlupfwasser. Für jedes Schlupfwasser. Für jedes Stückchen Brot. Da hat sich immer bedankt bei Allah und sich gefreut auf jeder Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala, dass du immer positiv bist, optimistisch bist. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde nie gesehen außer Lächeln. Wurde nie gesehen außer Lächeln. Trotz, wenn du seine Biografie anschaust, ganz viele Schwierigkeiten. Tod von Angehörigen. Manchmal hat er 2 Monate nichts gekocht gegessen. Nur Datteln und Wasser. 2 Monate lang, 2 Monate lang. Und trotzdem optimistisch. Lächeln. Fleißig. Den anderen beibringen. Führen. Ist er nicht unser Vorbild? Ja oder nein? Ja. Warum sind wir dann traurig? Warum manchmal sehen wir traurig aus? Ja. Prophet Muhammad sagte, فَإِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Die Angelegenheit von einem Mu'min ist die beste. Er wundert sich von den Angelegenheiten von einem Mu'min. Weil alles, was er bekommt, ist gut für ihn. Wenn er Freude bekommt, ist er dankbar. وَإِذَا أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ سَرَّاءٌ. Und wenn er Schwierigkeiten bekommt, er ist geduldig. Und das ist auch gut für ihn. Warum gibt Allah uns Schwierigkeiten? Nummer 1, ohne Schwierigkeiten, das Leben hat keinen Geschmack. Schwierigkeiten ist wie Salz im Essen. Doch. Und Schwierigkeiten bedeutet, dass du stark bist. Dass du das schaffen kannst. Guck mal zum Beispiel, wer nicht Arabisch sprechen kann, ganz viele, manche, okay? Und wer hat Arabisch gelernt? War schwierig, oder? Ja, war schwierig, eine Fremdsprache.
Und Arabisch ist richtig sehr wichtige Sprache. Ja. Über 1000 Begriffe. Und eine reiche Sprache. Trotzdem, mashallah, ganz viele Brüder haben geschafft, Arabisch zu lernen oder Arabisch ein paar Worte zu sprechen, zu verstehen. War schwierig, aber das hat eine Bedeutung, dass du stark bist. Das hat dein Leben auch schön gemacht, einen Geschmackhaft gemacht. Ich lerne, ich habe Schwierigkeiten dabei, aber irgendwann habe ich geschafft. Ja. Fiqh. Ist ein bisschen schwer. Viele Angelegenheiten, verschiedene Angelegenheiten, aber kann man lernen und verstehen. Und diese Schirrfrage und den anderen Schirrfrage und den dritten Schirrfrage und der Unterschied, Schwierigkeiten dabei. Aber das hat einen Geschmack. Das macht, ja, die Glaube ist nicht einfach zu verstehen, alles was in unserer Glaube ist. Sondern man muss sich bemühen. Aber das ist schön. Guck mal, irgendein Bruder, der Islamwissenschaft studiert hat. Wenn du ihn fragst, heute, da sagt er, ja, das und das hat Professor Muhammad das gesagt und hat Sheikh, oder hat zum Beispiel ein Gelehrter gesagt, Bukhari, oder hat Ibn al-Qayyim gesagt, oder Sheikh bin al-Usaymin und so weiter. Am Anfang hat er nichts davon verstanden. Aber jetzt versteht er ganz viel. Seine Schwierigkeiten im Leben. Sogar wenn du zur Schule gehst, kannst du dich erinnern, die Ristabatale, als du eingeschult bist und dann sollst du mit anderen Menschen sitzen, ja, verschiedene Kinder, hast du keine Lust gehabt, ja, zu Hause zu verlassen und mit fremden Menschen zu sitzen, aber irgendwann hat es Spaß gemacht, hast du Freunde, ja, gemacht, hast du Menschen kennengelernt, verschiedene Menschen und das ist unser Islam. Prophet Muhammad wurde entsendet, um die schöne Charaktereigenschaft vollständig zu machen. Durch Gottesdienst, durch schöne Gedanken, durch Wissen zu sammeln, zu lernen, durch zu begreifen. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht alles? Ja, Allah konnte uns so, als wir geboren, den ganzen Wissen hier im Kopf haben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat uns so ein paar Sachen beigebracht, mit Fitra, mit Natur, und viele Sachen sollen wir lernen. Weil das es schön ist, zu lernen. Schön ist, Schritt für Schritt. Deswegen ein Muslim soll immer optimistisch sein, geplant sein, weiß ganz genau, was er in einem Monat macht, was er in einem Jahr schafft, was er in 5 Jahren schafft, was er in 10 Jahren schafft. Die Muslime waren so. Konnte einer mir sagen, ja, Sheikh, aber wir sollen immer den Tod erwarten in jeder Sekunde. Das stimmt. Wenn Tod kommt, dann hast du einen Plan gehabt. Dann vor Allah, wenn Allah dich fragt, was hast du gemacht oder was hast du geplant oder was hast du vorgehabt? Ich habe vorgehabt, ein Gelehrter zu sein. Ich habe vorgehabt, den ganzen Koran auswendig zu lernen. Was Schönes ist in unserer Glauben, dass man mit guter Absicht eine Belohnung bekommt. Das ist ein Wunder. Prophet Muhammad sagte, إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِالسَّيِّئَ لِيَعْمَلَهَا. Wenn ein Diener hat vor, eine Sünde zu begehen, Allah sagt den Engel, schreibt das nicht, bis er das begeht. Allah ist großzügig mit uns. Und wenn er diese Sünde begeht, Allah sagt den Engel, schreibt ihm eine Sünde. Guck, und wenn jemand vorhat, eine gute Tat zu begehen, da sagt Allah den Engel, schreibt ihm eine gute Tat. Ich werde heute meinem Bruder helfen. Nur, dass er so vorhat, dem Bruder zu helfen oder jemand etwas beizubringen oder etwas Schönes zu machen oder sagt, ich habe vor, heute Nacht Gebet zu verrichten. Nur vorhat, beabsichtigen, da bekommt man davor Belohnung. Warum bekommst du nicht die Belohnung? Ich bin ganz im Koran, was fertig zu lernen. Kannst du diese Belohnung bekommen?
ohne zu machen. Aber sei ehrlich mit Allah. Aber sei ehrlich mit Allah. Den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala gehen wir nicht alleine. Allah kommt uns entgegen. Nicht nur das. Was schön ist, wenn du einen Schritt schaffst, Allah schafft gegenüber 1000 Schritte. Er kommt dir entgegen. Wenn du das verstehst, du schaffst den Weg so schnell. Den Weg ist lang, ja. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, man taqarraba ilayhi shibran taqarrabtu ilayhi zara'a. Wenn jemand mir entgegenkommt, näher entgegenkommt, eine Hand breit, ich komme ihm entgegen, ein Arm breit. Wa man taqarraba ilayhi zara'a taqarrabtu ilayhi ba'a. Und wenn jemand zu mir entgegen ein Arm breit kommt, lang, ich komme zu ihm 1000. Amen. Und wer kommt zu mir laufen? Ich eile mich zu ihm. Großzügig, Allah. Al-Bama. Bama heißt ich. Wir sollen das ausnutzen. Richtig, wir sollen das ausnutzen. Wir sollen mit uns, jeder mit sich sitzt, und darüber Gedanken machen und sagt, alles, was ich bekomme, ist gut für mich. Ich brauche keine Angst haben. Vor nichts. Vor nichts brauche ich Angst haben. Da alles unter Allahs Macht. Und wenn ich eine gute Verbindung mit Allah habe, dann kann ich Allah immer fragen, nach dem, was ich brauche, was ich möchte. Dann sollst du sitzen und planen. Ein Plan für einen Tag, ein Plan für einen Monat, ein Plan für ein Jahr, ein Plan für 100 Jahre. Und wenn du nicht 100 Jahre leben willst, möge Allah euch lang Leben geben und recht schaffen lassen. Und wenn du das dieser Zeit nicht lebst, dann sei sicher, dass Allah dir die Belohnung dafür geben würde. Sei optimistisch, sei glücklich, du bist Muslim. Du bist auf dem besten Zustand, was überhaupt gibt auf dieser Erde, Alhamdulillah. Unser Sheikh, mein Bruder, wartet da, inshallah, auf seinen Vertrag. Inshallah, wir sehen uns heute Abend und morgen nochmal, okay? Ich bedanke mich bei euch. Jazakumullah khair. Salam.